Was geht, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen in der Welt von Daisy, in der Welt von der Daisy Standalone. Ein ja klitzekleines neues Projekt, das ich in Zukunft in Angriff nehmen will. Ich bin dabei aber nicht alleine, sondern der Tim und der Jason, die ja beide mit mir in dem kleinen Kellerkinder sind. Ja, helfen mir dabei. Wir machen ein kleines Let's Play zu dem Game. Machen ja aus uns dann eigentlich schon sehr viele, auch kleinere YouTuber. Was ich auch verstehen kann, weil es ist ein richtig geiles Game. Und wie gesagt, wir werden es zusammen zocken. Wir werden ja eine kleine Let's Play-Reihe starten. Und ja, ihr seht hier schon, wir hier in deinem Zimmer. Hier ist auch gerade zweimal die Tankstelle in die Luft geflogen. Deswegen dachte ich ja auch, einen Spieler anzutreffen, aber ich höre auch keine Schüsse, was schade ist, weil ich wollte ein bisschen Action zeigen, schon mal voraus ein bisschen was vorwegnehmen, was ich so erwarten wird, wenn die Tankstelle schon wieder explodiert. Ja, kann aber auch ein kleiner Bug sein. Ja, ich werde mal gucken, wie wir es machen. Also, ich habe mir schon ein kleines Erkennungsmerkmal ausgedacht. Und zwar sind wir alle barfuß und ohne Handschuhe. Und werden da mal gucken. Ich bin ja auch gerade immer am Spotten, weil es kann mich ja immer jemand backheben. Valentino ist ja auch mehr oder weniger eine der PvP-Hochstätten, kann man so sagen. Ja, Berenzino und Svetlujas, die Stadt weit im Norden. Ja, es sind die beiden PvP-Hochstädte, sag ich mal. Da geht's am meisten ab. Ja. Aber hier scheint nichts los zu sein. Ist auch kein Spieler rumrennen oder irgendein Schuss oder so. Finde ich ziemlich schade, weil, wie gesagt, ich wollte euch ein bisschen Action zeigen, schon mal. Ja, schon mal vorweg. Und jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Naja. Ich könnte jetzt auch weiter nach Svetlojas gehen. Ja, weil hier ist wirklich tote Hose. Obwohl der Server gar nicht so leer ist. Ich kann das mal kurz zeigen. Sind schon ordentlich Spieler drauf. Auch ja, ein ganzer Clan mit Nock hier. Aber es sieht so aus, als wäre hier wirklich nichts los. Ich könnte es ganz dreist einfach mal so mitten drin in das Feld laufen. Und zu gucken, ob jemand schießt. In den Häusern campen auch mal ganz gerne Leute, die ebenfalls wie ich hier einen Mosin haben. In dem Haus, was ich gerade gezeigt habe, und da unten müsste noch eins sein, da. Da drin kann man auch gut spotten und ja, gut rausschießen, da hat man auch eine gute Kurse von. Da ist einfach mal übers Feld. Alter, wenn du da ganz nah, also in der Nähe von der Tankstelle bist, also wirklich ganz nah an der Tankstelle, und die explodiert da, Alter, da läuft es dir kalt den Buckel runter. Also mir zumindest immer. Aber kein Schuss.
bin über das offene Feld gelaufen. Niemand hat geschossen. Tür ist zu. Da drin auch. Da hockt auch keiner. Mach hier wieder zu. Ja, auch. So. Was dann? Nee, ist ein Zombie, Alter. Aber es ist gut, dass der auf dem offenen Feld steht, weil wenn der aggro wird, sehe ich, wo der hinläuft. Ich kann davon ausgehen, dass da ein anderer Spieler ist. Schlecht wäre es natürlich, wenn er auf mich aggro wird. Aber der steht da. Ganz friedlich. Oh, da la... Oh, oh, oh. Mal gucken, wo die beiden hinwollen. Die könnten mich eventuell gesehen haben, als ich übers Feld gelaufen bin. Aber ich schieße jetzt nicht, weil... erstens... Der hat einen 4. Der hat auch eine M4. Okay. Mal gucken, wo die beiden hinwollen. Hab sie verloren. Alter, diese Tankstelle. Oh, da. Okay. Könnte die beiden... Oh. Verschütte. Hey man, are you friendly? Can you hear me? Ah, ich hocke in der dummen Pussy.
Hey man, can you hear me? Yeah, I can hear you. Are you friendly? Yeah, I can hear you. Depends if you're friendly. I'm friendly. Just let me go outside. What? Okay. Yeah, just give me one moment. I'm coming outside. I dropped my weapon. What's up, man? Hello. Come inside. Well, the zombie's following you. Are you German? Come on. Yeah, we're German. Na gut, dann können wir ja Deutsch reden. Warte mal ganz kurz, ein Fußstück ist ein bisschen. Ja, die beiden scheinen freundlich zu sein. Mal gucken, wie lange. Schießen hier rum. Was nicht sehr schlau ist. Na gut, nicht so viele Spieler hier. So, jetzt warte mal. Jo. Setz mich mal hier hin. Ja, musste jetzt sein, ne? So viel zur Freundlichkeit in Daisy. Ja, ich bin eigentlich kein Spieler, der Kill und Sein macht. Ja, aber naja. Andere anscheinend schon. Naja, kann man nichts machen. Ja. Hab mich auch ein bisschen dumm angestellt, wenn ich ehrlich bin. Ich hätte die Tür nicht aufmachen dürfen. Sind die auf mich aufmerksam geworden? Naja. Wieder eine Erfahrung mehr fürs Leben in DayZ. Nur blöd, dass die mich jetzt nur ja, gut und gerne looten werden. Ich denke mal, aber die haben auch gedupt, weil die beiden hatten eine, ja, eine M4, alle beide ungefähr gleich equipped mit ja, Schalldämpfer und Scope und allem. Will ja nichts unterstellen, um Gottes Willen, aber da steht einer. Okay. Hey man! Lol, die ist tot. What the fuck? Lol, okay. Läuft. Taschenlampe weg. Ich muss mir jetzt mal ein bisschen orientieren, mal gucken, wo ich bin. Das kommt mir ein bisschen weird vor, wenn ich ehrlich bin. Ja, wie gesagt, zurück zum Let's Play. Ich werde gucken, wie ich es mache. Entweder ich schneide alle Szenen raus, in denen ich nur rumlaufe,
in denen wir nur rumlaufen, weil Tim und Jason machen ja auch mit. Oder ich schneide einfach da gar nichts raus und lasse das Gameplay so, wie ich es aufgenommen habe. Ich tendiere zu zweitens, wenn ich ehrlich bin. Weil einfach nur die tollsten Szenen zusammenschneiden ist, na gut, für euch vielleicht ein bisschen aufregender, aber... Oh, Zombies auf uns aggro. Aber ich weiß nicht, das ist dann nicht ein Sinn von einem Let's Play, sondern mehr oder weniger, keine Ahnung, Let's Show oder so. Geh weg. Ja, die Zombies sollen ja in Häusern langsamer sein. Da lag eine Pipsi. Boah. Ja, toll. Da ist ein Brunnen. Alter, hör auf! Oh, da steht noch ein Zombie. Alter, steh auf, Mann. Ja, wenn ich ehrlich bin, weiß ich auch nicht wirklich, wie ich gerade gestorben bin, weil ich meine, ich habe ja keine Schüsse gehört. Gut, die beiden haben zwar rumgeschossen, aber nicht auf mich. Es war auch keiner in der Nähe von den beiden. Also zumindest habe ich keinen gesehen. Ja, demnach, keine Ahnung, war es ein Bug oder so, weil genau in dem Moment, als die Tankstelle in die Luft geflogen ist. Oh, ist das Schiffswerk? Ja, ist ein anderes Schiffswerk. Ja, genau in dem Moment bin ich gestorben. Keine Ahnung, ob das irgendein Bug ist oder so, keine Ahnung. Ich saß da auf dem Boden und ich denke mir, dass mich da auch keiner von weitem gesniped haben könnte. Ja, aber die waren zu zweit. Könnten die von BH gewesen sein. Aber ist das auch egal. Wir sind irgendwo an der Küste. Und ich müsste mich verbinden. Ja, ich war eigentlich ganz gut equipped. Ich hatte sogar zwei Long Range Scopes. Und halt eine Mosin mit Kompensator und was weiß ich alles, ganze Tarnung und so. War eigentlich ganz gut equipped. Aber wie gesagt, ich habe mir ein bisschen dumm angestellt. Und ich blute, nicht blute, nicht blute. So, erstmal die Werks benutzen. Das ist das erste, was ich mache, wenn ich neu respawne. Die kann ich weg. Oh ja, wir sind barfuß natürlich. T-Shirt aus, Taschenlampe und Batterie weg, weil du brauchst sie nicht. Jo, und ich glaube, ich bin irgendwo auf dem Weg nach Elektro. Kann es sein? Guck mal in die Häuser hier. So, mal gucken, wie lange ich überlebe als Bambi. Bin ich sehr gespannt. Ein Reifen Check Shirt. Oh, und KK Shadow ist online. Ja. Ich sehe doch richtig gut aus.
Da könnt ihr auch schon liegen. Ohne Spitzhacke. Gehen wir da noch rein? Vielleicht ist da eine Axt drin? Axt wäre... naja gut. Das Zeug... na gut, Bauarbeiter hören wieso nicht. Ne, Feuerzeuge. Feuerzeuge. Streichhölzer brauche ich nicht. So. Also ich weiß wirklich nicht exakt, wo ich bin. Ich gehe einfach mal davon aus, dass sie in der Richtung Elektro ist. Obwohl. Oh, wo, in welcher Richtung war der Sumpf noch gleich? Puh. Ja. 42 FPS, oh 55 FPS, 60 FPS, wird ja immer besser. Ja, ich werde mal gucken. Ah, ich weiß wirklich nicht, wo ich bin. Keine Ahnung. Also ich kann mich kaum orientieren in dem Spiel. Ja, ohne Kompass. Also ich weiß, dass ich die Map benutzen kann. Von Generous Plus. Aber ich will es versuchen, größtmöglich ohne zu schaffen. Natürlich werde ich die Karte verwenden. Ist ja ganz klar, ich meine, es ist eine gute Hilfestellung. Aber ich werde versuchen, mich daran zu gewöhnen, beziehungsweise mir einzuprägen, wie die einzelnen Orte und Landschaften und so aussehen. Mir markante Orte merken, zum Beispiel dieses Schiffswrack da hinten. Wo das in der Nähe liegt. Oh, ja, mal gucken, wo ich bin. Könnte auch. Zanitschny? Dann wäre ich ganz in der Nähe von Balota. Ja, wir gucken jetzt einfach mal. Ja, ich spiele das Game noch nicht lange. Das ist jetzt 2 Wochen ungefähr, gute 2 Wochen. 2,5 Wochen, ja, 2,5 Wochen kann man sagen, spiele ich jetzt. Hab 130 Stunden müssen es jetzt ungefähr sein auf dem Buckel. Also ich habe da schon ein bisschen Zeit investiert. Gerade am Anfang, als ich es mir mal geholt hatte. Und ja, hab mir, bevor ich es mir geholt habe, ja. Ein paar Videos angeguckt und es hat mich fasziniert. Oh, wir sind in Kamishobo. Auch gut. Weiß ich, es hat mich so funktioniert, weil zuvor hatte ich ja eigentlich immer nur entweder Shooter gespielt oder MMOs. Und das ist mal was anderes. Ein so ein Survival Game spielt man auch nicht alle Tage. Und ich habe 28 FPS. Jetzt geht's wieder ein bisschen. Gerade hatte ich einen kleinen, ja, wieder kein FPS damit. Ja, Elektro sind noch 3 Kilometer. Wir können da hier noch rein. Alter, der ist One-Hit! Ja, und hier ist offen. Alter. Nee. Oh, das ist doch mal cool. Den nehme ich mit. Ja.
Hier sind auch Türen offen. Ja, ich denke mir, hier wird auch ein Bambi gespawnt sein. Ja, unten ist ja ein Spawnpunkt. Seht ihr ja. Und ich laufe mitten auf der Straße. Auf dem Weg nach Elektro. Aber wenn ich noch... Ich mal gucken, noch mal Lothar, dann muss ich doch... Da muss ich doch in die andere Richtung. Ah, nicht nach Balote Berenzino meine ich. Sonici. Müsste... Kann ich schon... Oh lol. Ja, da laufe ich ein bisschen. Drehen wir um. My clothes are soaked through. Wieso? Wieso? Mein war nicht im Wasser, glaube ich. Und es hat nicht geregnet, glaube ich. Also wieso sind meine Klamotten nass? Mysteriös. Ein Fall der Galileo Mystery. Denn mal Galileo Mystery kennt jeder. Aber ich guck das nicht, weil kommt mir ein bisschen suspekt vor. Oh, ist die ungenutzt? Die ist ungenutzt. Na, ja, gut, zumindest die Türen zu. Da wartet jetzt bestimmt jemand auf mich. Sagt, hallo, Friend! Lol, okay, also die Eingangstür ist zu, aber die anderen Türen sind offen. Das... ist ein bisschen... Nun ja... Der hockt bestimmt noch irgendwo einer, der wartet nur darauf, dass so ein Bambi wie ich kommt und ihn dann erschießen kann. Ja, eine Taschenlampe. Was ist das? Ein FLX-Magazin? 1911? Ne, CR75. Nehme ich mit. Nehme ich mit. Bei mir ist entweder so, ich finde entweder eine Pistole und habe dann kein Magazin. LOL, Alter. Herzinfarkt. Oh mein Gott. Alter, scheiße. Steht hier ein Zombie. Im ersten Moment dachte ich doch, Alter, Füße, Alter, hier ist ein Spieler. Hier muss ich lang. Ja, wo war ich? Genau. Aber bei mir ist entweder so, entweder ich finde eine Pistole und habe dann kein Magazin für, muss aber Munition, also ich muss die immer chambern, dann hat die nur einen Schuss im Lauf. Oder ich finde ein Magazin und finde dann keine Pistole dafür. Ist immer ein bisschen seltsam. Aber ist leider so, kann ich nicht ändern. Steht unsere alte Freundin wieder. So, lauf! Ob man so einen Zombie essen kann? Hm. Wer weiß, wer weiß. Ja. Da wären wir nun. Auf dem Weg nach Berenzino. Ja, die beiden von BH, glaube ich, hießen die, oder HB? Nee, BH sind weg. Ja, wie gesagt, ich weiß auch nicht, ob mich die erschossen haben. Keine Ahnung, glaube ich nicht. Aber man weiß ja nie, ob die noch einen dritten gehabt haben, so einen Sniper oder so, der irgendwie gehockt hat und mich doch mal erschossen hat, irgendwie in den Kopf oder so. Aber ich war auch instant tot.
Na egal, ist jetzt passiert. Ein bisschen wehmütig ist mir da halt schon, weil so eine Mosin mit Long Range Scope hat man auch nicht alle Tage. Und ich bin ja mehr der Mosin-Spieler, also muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich hatte mal, ja, ich hatte negative Erfahrungen mit der AK. Also mit beiden AKs, mit der AK-101 und mit der AKM, hatte ich jeweils sehr negative Erfahrungen gemacht. Die M4A1 habe ich noch nicht testen können, weil ich noch keine gefunden habe. Und dann wäre noch die SKS. Ja, auch keine schlechte Waffe. Wäre die Nahkampfwaffe, die ich bevorzugen würde. Der größte Nachteil bei der SKS ist halt, dass sie nur 10 Schüsse hat und du halt kein Magazin dafür hast, außer so ein 10-Round-Clip, der in meinen Augen aber überflüssig ist und nur stört. Ja, die anderen Waffen, so eine Shotgun habe ich noch nicht ausprobiert, weil ich halte nichts von Shotguns. Nicht in einem Shooter und auch nicht in einem Survival-Game wie Daisy. Und so eine Sporter 22 zum Beispiel, oder keine Ahnung, was da alles noch gibt. Blaze Double Rifle oder keine Ahnung, wie sie alle heißen. Ja, findest du zwar schon ab und an mal, aber so ein Sportermagazin ist dann doch schon selten. Ist zwar auch eine Waffe, die schießt und kannst auch mit Leuten töten, aber vielleicht dann doch lieber zu der SKS. Aber wie gesagt, bevorzugt Mosin-Schütze irgendwo in einem Busch hocken. In einem Haus, wie gerade eben, wenn es gut geht. Und ja, einfach aus dem Hinterhalt ein bisschen spotten, den Squad, der dann in der Stadt ist oder im Gefecht, ja, ein bisschen leiten, ein bisschen führen, wo die Gegner sind, wo sie hin müssen, wie auch immer. Ja, wie gesagt, das hier wird der erste Teil der Let's Play-Reihe von, ja, jetzigen Multigaming-Clan Kellerkinder. Intro habt ihr ja gesehen am Anfang des Videos. Ja. Wir sind zu dritt, Jason, Tim und ich, habe ich auch schon erwähnt. Tim wird auch aufnehmen. Der hat auch schon einen YouTube-Channel, den kann ich mal verlinken. Ist aber auch ganz frisch, also erst gemacht. Den YouTube-Channel kann ich mal verlinken. Unten in der Beschreibung dann. Ja, dass ihr das Let's Play dann aus verschiedenen Sichten und Perspektiven sehen könnt. Also einmal von mir, der im Hinterhalt ein bisschen hängt und ja, die Leute koordiniert. Und mehr oder weniger ja, die Leute dann aus dem Hinterhalt erschießt. Oder erschossen wird, je nachdem. Und einmal hautnah mit dabei. Aus der Perspektive von Tim, der wie gesagt auch aufnehmen wird, habt ihr dann mehrere Möglichkeiten, aus verschiedenen Perspektiven das Geschehen dann zu beobachten. Ist ein, ja, ist eine kleine Anlehnung an das Let's Play von Zaraza mit dem Mafuyu und der Slay Massive Crew. Die machen sie auch so, dass sie alle aufnehmen und sie dann alle auch online stellen und ihr dann, ja, Möglichkeit habt, das Let's Play aus verschiedenen Perspektiven zu sehen. So werden es wir auch machen. Als ich auf dem Server gejoint bin, war der ganz gut voll. Also da waren dann mit mir 27 von 30 Spielern drauf und jetzt sind es 10. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Ja, keine Ahnung, 9 oder 10. Ich glaube auch nicht, dass meine Leiche noch da ist, weil die werden sie geheidet haben. Aber egal, hey, lass einfach mal als Fresh Spawn Bambi nach Berezino reinlaufen. Einfach weil es Spaß macht. Das hier müsste jetzt soll Nitschli sein. Glaube ich. Mitten auf der Straße. Gehen wir lang.
mit einer Spitzhacke bewaffnet und einem blauen T-Shirt. Conheipurbe oder wie es heißt. Türen sind offen. Oh mein Gott. Ja, wir sind auch gleich an unserem Ziel angelangt, also lange dürfte es eigentlich nicht mehr dauern. Wenn es euch zu langweilig wird, während wir nur rumlaufen, dann schreibt ihr das bitte in die Kommentare, beziehungsweise schreibt mir, keine Ahnung, eine Nachricht oder so. Ist davon jemand? Ein Zombie. Und dann werden wir mal gucken, wie wir das dann in Zukunft machen. Ob wir es dann wie Moon Dice 7 machen und einfach nur, wie gesagt, die spannendsten Szenen zusammenschneiden. Können wir natürlich auch machen. Aber wie gesagt, ich tendiere dazu, alles eingeblendet zu lassen und nichts rauszuschneiden, weil Mafuyo hat mal gesagt, da lernt man einen Let's Player dann auch kennen. Alter, die Zombies sind One-Hit mit dem Ding. Und naja, ich finde dann, wie gesagt, die Atmosphäre geht ein bisschen verloren, wenn du alles zusammenschneidest. Und ist auch ein bisschen verwirrend, denke ich, wenn man auf eines zwei Minuten lang mal im Airfield ist und da ein paar Leute tötet und auf einmal ist man wieder in der Stadt und ist da in einem Gefecht. Ich mach's lieber so, ich zeige euch die Landschaft ein bisschen, die Gegend, laber ein bisschen dazu. In den nächsten Folgen kommen dann Tim und Jason auch mit, die haben zurzeit ein bisschen Stress. Na gut, eigentlich nur Jason, Tim nicht, der ist im Urlaub. Aber die kommen dann auch hinzu. Aber ich konnte jetzt einfach nicht mehr warten, ich wollte einfach anfangen mit dem Let's Play. Sorry dafür. In den Taschenlampen. Zwei Stück sogar. Die sind echt One-Hit, Alter. Also, dass so eine Spitzhacke One-Hittet, das wusste ich nicht. FPS-Einbruch. Jetzt wird's wieder. Also, die kleinen FPS-Einbrüche müsst ihr mir echt verzeihen, weil Battle Icon, this is the branch Hive will be reset with the 0.49 update. Please read the latest status report on dvhub.bac.com for more information. Ja, mit dem neuen Update 0.49. Ich habe es ja gerade vorgelesen auf Englisch. Soll ja alles resettet werden. Also ist eigentlich nicht so schlimm, dass wir jetzt gestorben sind, weil das neue Update kommt dann eh gleich bald. Und dann wird alles auf Null gesetzt, alle Items werden gelöscht, alle Charaktere werden gelöscht, es fangen alle als Bambis an, keiner ist equipped. Ja, um die ganzen, ja, Hacker, Magazine und hin und her zu, ja, verschwinden zu lassen. Ist so eine kleine, ja, Maßnahme von Bohemia. Natürlich werden die dann auch den Bug oder, ja, keine Ahnung, Glitch oder was auch immer das ist, fixen, damit nicht noch mehr Zeug gedupt werden kann, beziehungsweise endlos Munition gemacht werden kann. Alter, ein Zombie. Ja, von der Ferne sehen die Zombies immer aus als wie Spieler und naja, dann werde ich ein bisschen nervös. Weil die bisherigen ja, Begegnungen mit Spielern sind nicht gerade so positiv verlaufen, weil die meisten wirklich Kill und Zeit machen, wenn die gut, die beiden vorhin noch, ja, gerade waren noch ein bisschen freundlich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob, ich weiß auch nicht, ob die mich dann letztendlich wirklich erschossen haben oder nicht. Auf jeden Fall war ich tot und naja. Da läuft auch ein Zombie seelenruhig im Berghof. So, ich gehe jetzt hier mal in die Fabrik.
Und zwar, weil da eine Mosin spawnen kann. Beziehungsweise generell Waffen. Wenn die Spitzhacke hier aber one-hittet, dann bleibe ich eigentlich dabei, weil die gefällt mir irgendwie. Ein Red T-Shirt, ups. Ja, manchmal backt das ein bisschen rum. Zieh den Hoodie an. So. Hier diese Pfeile finde ich auch sehr oft für die Ambus und Zombie. Jetzt hat er mich doch noch gesehen. So, also hier spawnt eigentlich nichts, zumindest habe ich hier noch nie was nie gesehen. Das Zeug spawnt hier drin in dieser Halle. Aber ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, beziehungsweise ein bisschen skeptisch, weil man das sehr leicht durchbuggen kann. Durch ja, so eine Treppe zum Beispiel. Oder später dann auch, wenn du die Leiter hochsteigst. Aber hier ist eh nichts, hier wurde schon gelootet. Baseballschläge brauche ich nicht, eine Schaufel auch nicht. So, da oben, wir sind jetzt fast ganz oben auf dem Dach. Hier habe ich schon öfter eine Waffe gesehen. Aber wie gesagt, hier liegt nichts da hinten. Was ist denn das, Alter? Das da. Wie ein Zombie, glaube ich. Ja, und da unten, ihr hört es ja, erwarten uns auch schon die Zombies. Wow! Wow, Alter! Ja, toll. Erledigen wir den hier auch noch. Alter, auf einmal steht der hier, ne? Es ist nicht schön, in der Welt von DayZ zu leben. Würdet ihr euch eigentlich so eine Zombie-Apokalypse vorstellen? Ich meine, wenn irgend so ein Virus ausbricht, keine Ahnung, weil irgend so ein Biochemiker in seinem Chemiebaukasten Scheiße gebaut hat und so ein Virus ausbricht und alle zu Zombies werden, eure Freunde, eure Familie, nur ihr überlebt und seid dann halt auch mit ein paar Mitspielern ja noch am Leben. Mitspielern, mit Menschen, so muss ich sagen. Wie würdet ihr reagieren? Was würdet ihr machen? Würdet ihr auch Kill on Sight machen oder würdet ihr versuchen mit ja anderen Leuten, die auch die Zombie-Apokalypse überlebt haben und jetzt auf der Suche beziehungsweise den Kampf ums Überleben führen, ja, würdet ihr versuchen, da so eine Art Allianz zu gründen, so eine, ja, auch so eine Art Clan mehr oder weniger, und euch zusammenschließen? Oder würdet ihr, wie gesagt, Einzelspieler machen und alles töten, was euch in den Weg kommt, egal ob Freund oder Feind. Könnt ihr mal auch gerne mal in die Kommentare schreiben, würde mich sehr interessieren. Also ich glaube, dass wenn das wirklich passieren würde, ja gut, keine Ahnung, Menschen sind so unberechenbar, kann man echt nicht sagen, aber ich für meinen Teil, ja, das kommt immer auf die Situation an. Ich für meinen Teil, glaube ich, würde erstmal versuchen, wenn ich jemanden sehe und der mich nicht, würde ich erstmal versuchen, mit dem zu reden. Ja, und wenn er halt nicht will, sondern irgendwie wegläuft oder anfängt auf mich zu schießen oder mich zu attackieren, dann, naja, das ist ja eine Bedrohung für mich und ich muss mich verteidigen. Also ich würde schon versuchen, so eine Art Clan zu gründen, weil, naja, zusammen bist du immer stärker als alleine. So der Zombie-Bug hier rum. Wir erlösen dich mal von deinem Leiden.
Alter, was? Ich hab einen Hit bekommen. Ich bin wieder hungry. Ich kann damit das Ding nicht aufmachen. Ich brauche einen Dosenöffner, einen Schraubenzieher oder eine Axt oder so. Messer wäre auch gut. So, ist das hier schon Balota? Ach, ich sag immer Balota. Berenzino meine ich. Das müsste Berenzino sein. Oh, FPS am Ende. Ja, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das Berenzino ist. Ich muss noch ein bisschen weiter hoch. Weil ich war ja nicht mitten im Berenzino drin, sondern in der Lumber Mill. Die ist ja gleich nur Berenzino, ist dieses Industriegebiet, wo ich ja von oben auf Sniperberg runtergeguckt habe. Auf die Polizeistation und alles. Wieder Essen, wieder Munition. Ja. Auf dem Server. Oh, es ist wieder. Alter. CK Clan. H4X Clan. Und SK Clan mit 5 Leuten. Alter, ob ich da in die Stadt rennen soll. Ist schon ein bisschen gefährlich. Aber egal, ich meine, ich habe ja nichts. Noch mal reingucken. Hier können übrigens auch Waffen liegen. Habe ich schon mal eine Mosin gefunden. Oh ja. Alter. Also diese FPS-Einbrüche liegen definitiv nicht an meiner Hardware, aber so an meinem PC. Die liegen an der Engine bzw. am Spiel selbst. Und die sind ja auch nur, wenn ich ja in eine Stadt reinkomme, gleich am Anfang, wenn ich das erste Mal draufklicke und ja die ganzen Objekte gerendert und angezeigt werden müssen. Dann, nun ja, wird das System ein bisschen zu stark ausgelastet. Alter, jetzt zum Beispiel. Oh mein Gott. Also das ist schon echt krass. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Jetzt geht's wieder, jetzt habe ich wieder 40 FPS. Und ihr hört die Tankstelle schon wieder. Da liegt nichts, außer... ein Barrett. Barrett ist mein Markenzeichen. Ich habe immer ein Barrett auf. Meistens schwarz ist, wenn ich eins finde. Also schwarz bevorzugt, sagen wir mal so. Und ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich will oder ich habe vor, dass unser Markenzeichen, also unser Erkennungsmerkmal, ist, dass wir barfuß und ohne Handschuhe rumlaufen. Macht es im Gefecht, wenn man sie mal verloren hat und sich wiederfinden muss. Oder ein Spieler sieht und ich weiß, ob das ein Gegner oder ein Freund ist, macht es einfacher, weil man halt nur auf die Füße gucken muss, ob der Schuhe an hat oder nicht. Und die meisten haben halt Schuhe an. Also finde ich jetzt, wenn Chase oder Tim mir andere Vorschläge machen, können wir das gerne machen. Aber auf jeden Fall will ich ein Erkennungsmerkmal, weil ich habe schon viele Situationen erlebt, wo ich ja mit anderen auf dem Chess war, wir ein Gefecht hatten und ich nicht wusste, wer wer ist, und dann, naja, wurde mal, oder umgekehrt, dass sie nicht wussten, wer wer ist, und dann wurde ich abgeschossen und nicht der Gegner, oder ich habe
Teammates abgeschossen und nicht Gegner, weil ich, wie gesagt, nicht wusste, wer ist. Und das will ich größtmöglich vermeiden. Oh, hier liegt eine Shotgun. Mal gucken, ob wir Munition finden, dann kann ich das erstmal mit der Shotgun schießen. Oh, 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 läuft. Einmal ist sie. Und hungry. Aber das Barrett sieht auch schon mitgenommen aus. Der ist jetzt auch ruin, kann es sein. Ja. Aber man kann ihn noch verwenden, also so ist es nicht. So, hier seht ihr ja, können auch Waffen spawnen, wie diese Shotgun gerade. Auch Scopes habe ich hier schon gefunden, so ein PU-Scope habe ich schon gefunden hier. Aber naja, wenn irgendwer hier hochsniped, dann bist du halt tot, weil, naja. Rucksack. Das ist auch wenn die dann entstehen. Egal, Rucksack. Rucksack ist immer gut. Habe ich der Schritte gehört? Ohne Axt. Aber ich glaube, ich bleib bei meiner Spitzhacke. Eine Mistgabel. Brauche ich auch nicht. Ja, ansonsten liegt hier gar nicht mehr so viel, ich kann hier noch holen. Da liegt mehr. Also wurde ich gerade getroffen. Ja. Alter, ich bin gerade richtig zusammengezuckt. Aber ich kann mich auch nicht verteidigen. Ich meine, ich habe ja keine Munition. Was soll ich machen? Aber der war richtig nah, der Schuss. Ich kann nur laufen. So schnell ich kann. Oh, ich höre ihn. Ja, ich sehe ihn. Mal gucken, ob er mich findet. Oh, er hat's gesehen, glaube ich. Ja, lauf! Ich krieg dich. Aber ich blute, das ist nicht gut. Und der leckt. Oder ich lecke, keine Ahnung. Why are you shooting at me? Come on, man, why are you shooting at me?
schon wieder getroffen. Ja, ich fall gleich um. Ja, ich treffe den nicht, kannst du vergessen. Egal, ich versuch's jetzt einfach weiter. Ja, ich bin auch ziemlich langsam schon. Alter, ich bin so gut wie tot. Can you talk with me? Stop shooting, man! So ein Lappen! Redet er nicht mal. Aber ist lustig. Ja, renn! Hätte ich Munition, Mann, wärst du tot. Alter, ich lauf immer noch. Ich hab 3 Hits drin von der Mosi. Ja, ich bin gleich tot, als alles ist grau. Wieder. Ja. Mann. Are you serious, man? Come on, I'm a fresh spawn. Why are you shooting at me? Ja, gut. War nochmal ein lustiges Wettrennen. Hat er leider gewonnen. Ich hatte auch nur eine Spitzhacke mit. Ja, zu unserer Leiche, also zu unserer ersten Leiche jetzt, sind wir leider nicht gekommen. Ja. Ich würde sagen, für den ersten Part war das genug Action. Würde ich mal so behaupten. Also für mich war es genug. Die nächsten Parts werden dann mit Tim und mit Jason sein. Wird auf jeden Fall ganz lustig. Mal gucken, wo wir jetzt noch spawnen. Oh, oh, oh. Ich bin in Berenz, ja, Berenzino. Kann das sein? Nee, das ist hier Ding. Boah, keine Ahnung, wie heißt es denn? Hier mit der Fabrik da hinten. Oh, keine Ahnung. Auf jeden Fall war ich hier gerade vor Berenzino. Oder? Oder? Ja, genau, da ist Berenzino vorne. Ich kann... Soll ich hingehen? Ja, komm, da gehe ich jetzt noch hin. Mal gucken, ob ich den Typen kriege. Aber er redet ja auch nicht mit mir, ne? Anstatt mit mir zu reden. Ich meine, er hat ja gesehen, dass ich keine Waffe hatte, wenn er mich gesehen hat, bevor ich in die Baustelle rein bin. Da hatte ich ja keine Waffe. Ich meine, die Shotgun habe ich erst gefunden, als ich in der Baustelle drin war. Ich meine, er hätte ja reden können mit mir. Auf einmal schießt er los. Alter, aber der hat ca. 15 Schüsse für mich gebraucht. Und ich bin nach 3 Hits bin ich immer noch gelaufen. Aber man merkt schon, wenn man Blut verliert und du nicht hydrated oder energized bist, dann ja, wirst du schon merklich langsamer.
Und naja, das war halt sein Vorteil, weil er mich gleich beim ersten Mal getroffen hat. Ja, schade, dass man sich nicht am Laufen bandagieren kann. Das wäre echt nice gewesen, dann hätte ich auch eine kleine Chance gehabt. Aber ich habe den auch nicht getroffen mit der Spitzhacke. Und es sind gut Spieler auf dem Server. Ja, ich glaube, der überlebt nicht lange, wenn der hier rumgeschossen hat wie so ein Irrer. Kurz war ja eigentlich im Berenzino. Mal gucken, ob der sich freut, wenn er mich wieder sieht. Wenn er noch da ist. Oh, das wäre nice. Und die Tankstelle fliegt ein weiteres Mal in die Luft. Ist da ein Spieler? Was ist ein Spieler? Oder? Ne, das ist ein Zombie. Ne, das ist ein Zombie. Der jagt jetzt die Kuh. Da hinten ist doch noch etwas, dieser schwarze Punkt da rechts. Unten an der Küste. Der jagt echt die Kuh. Na egal. Weil ich das hier gerade sehe, ich hatte heute auch ja, eine seltsame Begegnung. Und zwar bin ich da auch fresh gespawnt. Also nicht als Bambi, sondern ich habe mich halt eingeloggt, bin da neu gespawnt. Und da ich stand auf dem Sniperberg vor Berenzino und dann sehe ich da, wie mir eine Gestalt entgegenkommt. Und am Anfang dachte ich, das ist ein Spieler, aber es hat sich dann als Zombie herausgestellt. Und dann kam, ja, kurz hinter dem ein Zombie, kam ein zweiter Zombie, ein dritter Zombie. Ein vierter, ein fünfter, ein sechster, ein siebter und ein achter Zombie. Dann haben ja, und die sind alle auf mich losgerannt. Dachte ich mir, Alter, die können doch nicht schon alle aggro auf mich sein. Und dann sehe ich erst, dass die alle eine Kuh verfolgen. Die haben alle die eine einzige Kuh verfolgt, den Berg hoch. Das sah ich jetzt aufnehmen müssen. Der Anblick war, der war zu göttlich. Ich glaube, hier kann man sogar Äpfel pflücken. Falls das ein Apfelbaum ist. Nee. Oder? Nee, das sind einfach nur rote Blätter. So, wir dürften auch eigentlich gleich wieder da sein. Da hinter dem Berg da müsste es auch schon sein. Ja. Alter, hole ich mir jetzt mal die Spitzhacke wieder, Mann. Aber es war schon gut, dass ich immer, wenn er gezielt hat, im Zickzack gelaufen bin.
konnte der mich nicht so gut treffen. Ja, der hatte dann doch geschossen. Was ja im Endeffekt eigentlich nicht schwierig war. Ich meine, ich stand 3 Meter vor ihm. So, mal gucken, ob der hier irgendwo hockt. Also wenn ich hier im Laufen bleibe, glaube ich nicht, dass der den ersten Schuss trifft. Ja, und wenn er schießt, weiß ich erstens, dass er da ist. Und ja, zweitens, wo er ungefähr sitzt, weil, naja, kann man ja zuordnen, woher der Schuss dann gekommen ist. Ich glaube, dass der da irgendwo hockt und einfach nur auf Bambis wartet, die da fresh spawnen, um die dann zu töten. Das ist eigentlich ziemlich assi, wenn ich ehrlich bin, weil es sind ja keine Gefahren. Ich meine, es sind Spieler, die nichts haben, so wie ich jetzt. Ich habe 2 Rags im Inventar und eine Jeans an und sonst nichts. Soll ich machen, Alter? Soll ich dich, keine Ahnung, mit Rags bewerfen oder was weiß ich? Es gibt da manche Spieler, die haben da einfach zu große Langeweile. Und ja, setzen sich irgendwo hin, wo ja viele Bambis spawnen und warten. Und wenn sie einen Bambi sehen, erschießen. Gut, für die Bambis ist das jetzt nicht oh, da liegt mal eine Leiche. Für die Bambis ist das jetzt nicht der größte, naja, ist jetzt nicht die größte Sorge. Ja, ich glaube, der hat die geheidet. Ich kriege auch kein Loot-Symbol. Aber der ist hier noch irgendwo. Da wette ich mit euch, der ist noch nicht weit. Ein graues T-Shirt. Schuhe, nö. Wir könnten auch Jogginghosen anziehen. Das wäre auch nice. Alter, wenn ich den sehe, ne? Alter. Ich sehe nichts mehr. Ich hab den Sack doch gar nicht mehr auf dem Kopf. Alter. Alter, ich sehe nichts mehr. Und jetzt? Was mache ich jetzt? Hallo? Hört mich jemand? Alter, was ist das jetzt, Mann?
Scheiße! Oh, jetzt. Alter! Mich hätte sonst wer erschießen können. Mach ihn nie wieder. Alter, ich will den Typen finden. Aber entweder hat er sich ausgelockt. Oder... keine Ahnung, der könnte sonst wo sein. Eine Mistgabel und ein Sewing Kit. Hier ist alles leer. Alter, hier ist alles leer. Hier ist nichts. Ja, so ein dummer Gaskanister und eine Karte. Handschellen. Toll. Noch was zu essen. Oh, ein Zombie. Zombie. Ja, wie gesagt, der könnte sonst wo sein. Ich glaube nicht, dass wir den nochmal treffen. Es könnte aber auch natürlich sein, dass der oben am Sniperberg kommt. Noch ein Zombie. Ja. Okay, hier ist niemand. Alter, ich höre doch Schritte, Mann. Schönes Fell, ne? Müsste mal wieder gemäht werden an den Ecken und im Strafraum. Müsste mal wieder Rasen verlegt werden. Hier so Rollrasen. Da hockt ein Zombie. Also das geilste wäre es jetzt echt, wenn der irgendwo in einem Busch hockt, im Sniperberg. Der hat ja einen lila Rucksack auf. Und hat mir gesagt, eine Mosin, an der keine Aufsätze dran sind. Und ja, ich sehe den, box den ohnmächtig, nimm mir seine Mosin und er schießt den. Das wäre echt nice. Ja, und die Tankstelle fliegt wieder in die Luft. So. Also man könnte mich so leicht erschießen. Aber mir wäre es auch ziemlich egal, wenn mich jetzt jemand erschießen würde. Ich meine, ich habe 4 Racks, ehrlich.
Alter, diese klitzekleinen Standbilder. Die nerven doch ziemlich. So, mal ganz gechillt über die Straße laufen. Scheiß auf Deckung, ich bin sowieso übelst auffällig mit dem T-Shirt. Oh, da läuft einer. Hat er mich gesehen? Mal gucken, wo der hin will. Runter in die Stadt, kann das sein? Also mach die Tür auf. Liegt da eine Leiche? Wow, Alter. Alter. Steht da ein dummer Zombie im Gebüsch. Oh, hier ist die Tür offen. Ah ja, stimmt, hier war ja meine Leiche drin, ne? Ah, die haben mich gelootet. Lappen. Alles rausgenommen, ey, was für ein Lappen. Jetzt hätte ich SKS-Munition, weißt du? Aber jetzt habe ich keine SKS. Das ist doch eine Leiche da unten. Der bewegt sich, oder ist das ein Crawler? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sehe ich da keinen Spieler. Ja, ich könnte mich sowieso nicht verteidigen. Mein gut, ich habe zwar jetzt SKS-Munition. Aber ich habe keine Waffe, mit der ich die schießen könnte. Ich könnte sie höchstens werfen, aber ich weiß nicht, ob das was bringen würde. Da ist auch ein Zombie. Alter. Alter, ich habe noch nie meine Axt, Mann.
So, hier drin hat mein Kollege ein Zelt gefunden. Aber wenn ich da rein sehe, ist natürlich keins drin. Aber verfolgt er Zombie nicht mehr? Nee. Okay, weil dann beende ich hier den Part. Wie gesagt, nächstes Mal werden Tim und Jason dabei sein. Heute habe nur ich aufgenommen. Tims Channel werde ich unten verlinken. Wie gesagt, er hat noch keine Abos oder sonstiges irgendwie hochgeladen. Aber es wird schon noch. Guck mal, was man da so alles findet. Ja, genau. Ja, gut. Ja, wie gesagt, ich werde Tims Channel unten in der Beschreibung verlinken. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischauen würdet. Wenn er Kritik oder Verbesserungsvorschläge für das Let's Play hat, Alter. Wenn er was gut fandet, wenn er was schlecht fandet, sagt mir es bitte. Ich werde versuchen, Kritik anzunehmen und sie, ja, mich zu verbessern dementsprechend. Ja, ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr die Reihe weiter anschauen würdet. Abonniert mich und ja, auch Tim. Wir werden viele, viele Videos bringen. Bezüglich hier DayZ auch vor allem. Ja, ansonsten danke, dass du das Video eingeschaltet hast. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ach ja, bevor ich es vergesse, wir bräuchten noch ja, so ein Alter, so eine kleine Bezeichnung, die was mit, ja, Barfüßig zu tun hat, keine Ahnung, mir fällt da nichts ein. Also wenn ihr einen Namen habt, wie wir uns nennen können, ich meine, gut, wir sind zwar Kellerkönner-Clan, aber so eine Bezeichnung, die Barfüßigen oder irgendwie so, wäre schon nice, wenn da Barfüßige rumlaufen. Könnt ihr mal auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da Ideen habt. Mal gucken, ob da ein paar kreative Menschen unter euch sind. Ja, dann würde ich sagen, bis dahin, bleibt da, wo ihr jetzt seid, vorm Bildschirm auf meinem Kanal, damit ihr immer alle neuesten News und Videos mitbekommt. Abonniert mich, lasst ein Like da. Oh, Schüsse. Lasst ein Like da. Ja. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin. Macht's gut, haut rein und tschüss.